weg hier. Shh. Oh, Mensch, bist du nicht ganz dicht im Kopf, Mann. Herzlich willkommen auf unserer kleinen Farm. Kommt mal rein, dass ich euch alles zeigen kann. Hier ist das Arbeitsmaterial von meinem Mann, das Holz für die Holzheizung. Da wir Selbstversorger sind, zu unserer Familie gehören nicht nur viele Menschen, sondern auch die Tiere. Von den Tieren ernähren wir uns. Und jetzt zeige ich euch unser Haus. So, hier sind wir in unserer Küche. Das ist unser zentraler Raum. Hier trifft sich alles. Hier wird einmal täglich frisch gekocht mit Produkten aus unserem Garten, weil die sind frisch. Ich weiß, wo sie herkommen und es schmeckt. Unser Wohnzimmer mit der riesengroßen, schönen Couch. Und was auch sehr wichtig ist, hier ist fernsehfreie Zone. Hier kommen wir zum Zimmer meines Mannes mit all seinen nötigen und unnötigen Sachen. Hier das allergrößte Hobby meines Mannes ist die Jagd. Damit habe ich nicht so viel zu tun. Ich staube auch nicht ab, weil das Hobby teilen wir uns nicht. Das muss er alleine machen. So, jetzt gehen wir mal in den ersten Stock hoch. Hier ist das Zimmer unseres jüngsten Sohnes von Lukas. Hier ist der Schreibtisch, hier macht er seine Hausaufgaben. Und wie bei uns die Regel ist, jeder hält sein Zimmer selbst in Ordnung, auch Lukas. Wobei wir jetzt darauf geachtet haben, dass es nicht ganz so chaotisch ist, weil hier schläft die Tauschmutter. Ach du Scheiße, ich werde bekloppt. Es ist hier super unordentlich und ja, irgendwie fehlen mir ein bisschen die Worte gerade. Vorsicht, bissig. Ja, die fasse ich eh nicht an. Es wäre jetzt sehr schlimm für mich, wenn ich da reinkäme und da wäre jetzt so ein Riesenhund und alles wäre chaotisch, so wie hier draußen und dreckig. Dann würde ich das schon ziemlich schlimm finden. Also hier finde ich es jetzt noch nicht so schlimm, muss ich sagen. Selber erden, was? Hauptsache, wir sind gesund. Ja, hat sie ja schon gut vorbereitet für die Woche, dann brauche ich ja nichts mehr machen. TV-Frau, freie Zone? Dass es keinen Fernseher gibt, finde ich ja schon richtig krass. Schuhe aus, hier, Arschlecken, kannst du selber ausziehen. Ich lass sie an. Boah, ist das ein Riesenbett. Und dann steht da dran Einzelzimmer. Privat, da sind bestimmt Klamotten drin. Da gucke ich mal rein. Auch ins Privates. Ja, schick. Oh, schick. Hier, das darf ich dann bestimmt tragen für die nächsten Tage. Damit mich die Gans auch wirklich beißt. Ja, ich würde damit meinen Boden wischen. Na, dann bleibt ja jetzt nur noch ein Zimmer, wo ich schlafen könnte. Da hoffe ich, dass ich dann keine Tiere finde. Hier schläfst du. Das ist schön. Die. Na okay, das sind Pollen, da können sie wohl nichts für. Es wird mir schwerfallen, hier zu schlafen. The old hometown looks the same. Hallo. Hallo. Ich bin Annika. Ich bin der Bernd. Hallo. Ich bin Lukas. Annika, hallo. Hallo, ich bin Annika. Ich bin Michael. Hallo, Michael. Es ist ja nett, euch zu sehen. Wie ich mir es vorgestellt hat, so schickimicki, Fingernägeln, alles. Sie hat mir den Anschein gemacht, dass sie irgendwie so Couch-Potato ist. Bernd ist äußerlich natürlich, kommt ein bisschen rüber wie ein Rocker. Wäre jetzt nicht der Typ Mann, den ich angucken würde. Also ich sag dir ganz ehrlich, so dieses Landleben, wie gesagt, ich komme aus der Stadt, das ist überhaupt gar nicht mein Ding. Wo ich hier auf den Hof kam, habe ich gesagt, ach du Scheiße, nein. Aber gut, okay. Und hinten da, der beißt wohl. Ja, da ist mir ganz ungefährlich. Ja. Aber es gibt keine Fleischwunden. Ich sag mal so, und mit den Tieren, also ich bin ganz ehrlich, ich habe da Angst vor. Mhm. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die füttern muss.
Da brauchst du eigentlich keine Bedenken zu haben, da passiert nichts. Die haben noch keinen gefressen. Irgendwie, was war noch mit eurem Schweinchen? Ja, wir haben noch ein Schwein beim Bekannten stehen. Was wäre denn da direkt meine Aufgabe? Sie sagte nur irgendwie, ich soll mich drum kümmern. Nee, die werden wir auch noch mal misten, diese Woche. Es gibt bestimmt auch eine gewisse Grenze bei mir, wo ich sage, nee, das mache ich nicht oder so. Ich arbeite in einer Table Dance Bar. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, ja, habe ich schon mal gehört. Und da wird mich deine Frau dann diese Woche auch vertreten? Nee, ne? Doch. Da muss sie ja. In Bubenheim muss sich auch Annika ihrer neuen Umgebung stellen. Und das bedeutet, ran an die Federn. Morgen, ich Nina, bleib mal schön weit weg von mir. Die Annika und die Tiere werden nicht unbedingt gute Freunde werden. Geil, ich beschmeiß euch. Hier auch hin. Ich finde es auf jeden Fall eine Zumutung für mich. Speziell jetzt, dass ich aufstehe und habe mir noch nicht mal einmal die Zähne geputzt, was ich super wichtig finde. Das macht mir jetzt gerade überhaupt gar keine Freude, dass ich so einen Scheiß machen muss hier. Das ist halt eine Frau, ja. Wir werden keine dicken Freunde. Ich möchte jetzt auch hier raus, gar nicht. Oh, das geht ja gar nicht. Jetzt wird's auch Zeit hier fürs Bad. Es ist mir jetzt wichtig, dass ich jetzt mal ein Bad kriege für mich, ein bisschen entspannen kann. Nach der ganzen Hühnerscheiße da draußen. Deswegen machen wir jetzt ein richtig schönes Schaumbad mit ganz viel Schaum. Keine haben sie. Mit frischem Wasser ist es nicht so. Wenn wir noch mal drüber reden müssen. Ich brauche das auf jeden Fall, dass ich morgens meine Zeit habe für mich. Und da es hier morgens nicht möglich ist, weil man Tiere füttern muss oder wie auch immer, mache ich das halt jetzt. Und wenn es denen nicht passt, ist mir egal. Mir ist es wichtig, dass die Tiere so versorgt werden, als wenn die Evelyn da wäre. Annika! Annika! Ich war nur mal kurz hier, weil ich noch mal nach dem Rechten sehen wollte. Aber mit dem Wasser, das war nicht so. Hab ich nicht hingekriegt, weil man brauchen das. Die brauchen das Wasser, ne? Wieso? Was habe ich da verkehrt gemacht? Da ist gar kein Wasser da. Du hast geduscht, hast das Wasser aufgefangen. Oh ne, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ups. Weil ich wollte jetzt einfach nur relaxen, nachdem ich hier morgens nicht mal meine Zähne richtig putzen konnte, nach dem Aufstehen. Was für mich eigentlich unverständlich ist, dass ich da erstmal die Hühner versorgen muss, bevor ich mich selber fertig mache. Habe ich mir jetzt einfach ein relaxes Bad gegönnt und wollte einfach nur entspannen und da habe ich das Wasser ganz vergessen. Nee, guck, die Evelyn hat schon die Regel aufgestellt, wir machen das auch so. Ehrlich gesagt stört es mich viel mehr, dass er jetzt einen auf Kontrolleur macht hier. Bei uns kommen zuerst die Viecher, richtig, und dann kommt der Rest. Ja, die Entspannung ist natürlich jetzt schon ein bisschen im Eimer, weil ich bin ja noch nicht wirklich fertig und dann kommt er nach Hause, schreit hier rum, Annika, Annika. In Bubenheim versucht Annika, so gut es geht, die frische Landluft zu genießen. Doch Tauschpapa Bernd macht ihr einen Strich durch die sonnige Rechnung. Na? Na, weißt du, was wir vorhaben? Nö. Wir gehen jetzt zu Schweinmisten. Oder die Schweine. Oh, Bernd, da habe ich jetzt aber überhaupt gar keinen Bock drauf. Ich bin noch total müde. Und das spielt keine Rolle. Heute ist der Tag. Das Schnitzel fliegt ja nicht einfach so auf den Teller. Ja? Da muss man schon was dafür tun. Ja, ich will eh kein Schnitzel essen. Hopp, auf, komm in die Puschen. Das stinkt hier. Komm rein, stell dich nicht so an. Mal. Ich dachte, das ist nur eine Sau, das sind ja drei. So, der Mist kommt jetzt raus und frische Stroh rein. Ja, Bernd, aber ganz ehrlich, ich möchte das nicht machen. Also, ich finde das so widerlich. Und guck mal, meine Klamotten. Ja, ich habe meine guten Schuhe an. Nee, es war abgemacht. Du machst eben. Und meine Fingernägel brechen mir hier ab. Mach dir keinen Kopf, ich habe vorgesorgt. Ja? Ja. Oh, Bernd. Beißen die mich? Wenn sie so gucken, ja. Wie? So wie sie jetzt gucken. Oh, es ist eklig. Weg hier.
Mensch, bist du nicht ganz dicht im Kopf, Mann? Ich finde das lustig. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine. So Bernd, ich habe jetzt hier die Hälfte von dem Schweinestall gemacht. Ja. Ich habe da keine Lust mehr zu. Nee, komm, hopp. Wenn nee. Du was anfängst, kannst du auch fertig machen. Nee, sorry, ich gehe. Nee, ich finde es nicht gut. Ich gehe zum Auto. Stell dich doch nicht so an, Mensch. Nee, mach's alleine, ich hab keine Lust. Du bist eine richtig tolle Tauschmutter. Vielen Dank. Quatsch mir nicht voll, mach dein Mist alleine. Hallo? Hallo, mein Schatz, ich bin's, Dennis. Was ist los? Ich muss dir was erzählen. Die Tauschmama ist nicht mehr da. Ich hab schon die ganze Zeit gewartet, dass sie wieder zurückkommt, aber sie ist nicht da. Wie, sie ist nicht da? Wo ist sie denn? Ich weiß nicht, wo die ist. Eigentlich wollte sie heute Morgen Angelina in den Kindergarten bringen. Und als ich wach war, war sie weg. Ich weiß auch nicht. Ich bin nämlich hier gerade ein bisschen am Spazieren. Also ich werde dann erstmal zur Familie zurückgehen und gucken, ob die da ist. Und dann erstmal mit ihr sprechen. Weil es geht natürlich nicht, dass sie euch einfach im Stich lässt. Was ist das für ein Charakterzug von ihr? Aber du brauchst ja auf jeden Fall keine Sorgen um uns machen. Ich passe auf Angelina immer gut auf. Gut, dann bis dann. Lieb dich. Dich auch. Tschüss. Tschüss. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was los ist. Bin völlig sprachlos eigentlich, völlig sauer. Weil wenn die jetzt wirklich komplett abgehauen ist, dann finde ich es ganz schön scheiße von ihr. Ich werde jetzt zur Familie hingehen und versuchen, wenn sie dann schon da ist, sie zur Rede zu stellen, was das soll. Und ja, mal gucken, was sie dazu sagt. Und muss schon guten Grund geben, ne? Evelyn hat das Experiment tatsächlich abgebrochen und ist über Nacht heimlich nach Bubenheim gefahren. Sie hat Annika rausgeschmissen. Evelyn und ihre Familie sind für niemanden mehr zu sprechen. Ich habe jetzt versucht, mit der Evelyn zu reden und sie das erklären zu lassen, was da passiert ist. Und sie haben einfach schon meine Koffer gepackt und haben mich quasi rausgeschmissen. Wollte auch nicht mehr mit mir reden darüber, sich nicht dazu äußern. Und ich bin jetzt einfach stinksauer und möchte einfach nur noch nach Hause. Und du musst immer denken, du bist allein. Und wirst es immer sein, du musst dahin, wo es weh tut, da wo man dich hasst. Spät nachts kommt Annika in Lübeck an. Sie findet eine stille Wohnung vor. Dennis schläft längst. Angelina ist bei einer Freundin. Egal, Annika ist froh, dem Bauernhof entkommen zu sein. Die kleine Angelina kommt von ihrer Freundin nach Hause. Noch weiß die Sechsjährige nichts von der vorzeitigen Rückkehr ihrer Mutter. Oma. Hallo. Na? Na, Muschi. The smell of your skin lingers on me now. Viel ist passiert. Vieles geht Annika nicht aus dem Kopf. Das Erlebte will die 27-Jährige nicht so einfach auf sich sitzen lassen. In einer letzten Videobotschaft wendet sie sich direkt an Evelyn in Bubenheim. So, ich glaube, es gibt hier noch einiges zu sagen an dich, Evelyn. Weil, ja, das ist ja jetzt meine einzige Chance, hier irgendwie noch zu sagen, was ich eigentlich davon halte, was du hier so abgezogen hast. Sich hier bei einer Nacht- und Nebelaktion vom Berg zu machen, meiner Familie nicht Bescheid zu sagen, ist das eine, was super enttäuschend ist. Das andere ist, dass du dich nicht mal dem Gespräch mit mir gestellt hast, meine Koffer einfach vor die Tür zu stellen, was ich schon mal sehr beschämend finde. Ich bin 27, also gut oder auf jeden Fall 20 Jahre jünger wie du. Ich erwarte von einer Frau in deinem Alter wesentlich mehr Einsatz und Durchhaltevermögen. Also, und ich glaube, ich habe dir damit nur bewiesen, wer der Stärkere von beiden ist. So, nachdem ich dir das jetzt alles gesagt habe und hoffe, es fruchtet irgendwie bei dir, verabschiede ich mich und wünsche dir mit so einem Charakter noch ein schönes Leben. Und ja, finde es einfach nur erbärmlich, dein Verhalten. Und denk einfach mal drüber nach, vielleicht bringt es ja noch was.